Bekommt ein WhatsApp-Hack. Geht bei WhatsApp auf Account und Datenschutz und schaltet hier die Bildschirmsperre an. Wenn nämlich jetzt eine Person dein Handy hat, kann sie nicht einfach deine WhatsApp-Nachrichten lesen, sondern braucht dafür deine Face-ID. Echt praktisch und in diesem Video ein versteckter Emoji. Kommentier mal, falls du ihn findest.